Willkommen zurück. Wir machen jetzt gemeinsam einen kurzen Ausflug zum Mittelwertsatz der Differentialrechnung. Diesen werden wir benötigen, um später in einem der nächsten Videos die Formel für die Bogenlänge selbstständig herzuleiten. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was die mittlere Änderungsrate sowie die momentane Änderungsrate einer Funktion ist und wie man diese ermittelt. Dein Ziel für dieses Video ist es, den Mittelwertsatz der Differentialrechnung kennenzulernen und zu verstehen, was dieser besagt. Dafür haben wir im nächsten Fenster des Arbeitsblattes folgende Erklärung. Hier steht, wir sehen uns die Steigung einer differenzierbaren Funktion f in dem Intervall a bis b an. Hier auf der rechten Seite haben wir den Graphen der Funktion f dargestellt und wir betrachten nun die Steigung der Funktion im Intervall a bis b. Das heißt, wir schauen uns die mittlere Steigung oder die mittlere Änderungsrate der Funktion im Intervall a bis b an. Und diese entspricht genau der Steigung der Sekante, die hier grün eingezeichnet ist. Um die Steigung der Sekante zu berechnen, verwenden wir k, also die Steigung der Sekante, ist gleich Delta y, also die y-Änderung zwischen den beiden Punkten, durch Delta x. Unsere x-Änderung in dem Intervall ist genau b minus a. Und die y-Änderung zwischen den Punkten a und b ist demnach genau, also das Delta y ist der Funktionswert an der Stelle b minus dem Funktionswert an der Stelle a. Das können wir nun in den Lückentext auf der linken Seite einsetzen und berechnen somit das k, also die mittlere Änderungsrate in dem Intervall, mit f von b minus f von a durch b minus a. Und somit haben wir die mittlere Änderungsrate von f in a bis b berechnet. Man könnte hier auch dazu sagen, wir haben die mittlere Steigung berechnet oder die Steigung der Sekante in diesem Intervall. Was macht nun der Mittelwertsatz der Differentialrechnung für uns? Der Mittelwertsatz der Differentialrechnung garantiert uns zumindest eine Stelle s in diesem Intervall, an der die momentane Steigung gleich der mittleren Steigung ist. Schauen wir uns nun die Formel, die hier steht, genau an. Wir haben hier auf der linken Seite die erste Ableitung von f an der Stelle s. Mit diesem Ausdruck berechnen wir ja genau die momentane Steigung oder Änderungsrate von f an der Stelle s. Das heißt, dieser Ausdruck gibt uns genau die Steigung einer Tangente an der Stelle s. Das heißt, wir können hier in die Lücke Tangente einfüllen und auf der rechten Seite berechnen wir mit f von b minus f von a durch b minus a ja genau die mittlere Änderungsrate, also die Steigung der Sekante unsere Funktion f bei a und b durchschneidet. Also hier haben wir Steigung der Sekante. Gut, also nochmal zur Wiederholung. Der Mittelwertsatz der Differentialrechnung garantiert uns zumindest eine Stelle s, an der die Steigung der Tangente genau gleich die Steigung der Sekante ist für ein bestimmtes Intervall. Wie kann man sich das nun genau vorstellen? Dafür öffnen wir nun das GeoGebra-Dokument. Dieses ist auch im Arbeitsblatt verlinkt, sodass ihr das selbst ausprobieren könnt. Und zwar können wir hier die Punkte a und b beliebig wählen. Das heißt, wir wählen ein beliebiges Intervall und haben hier nun in grün die Sekante dargestellt. Und hier oben haben wir nun eine orange Gerade, die genau parallel zur Sekante läuft. Das bedeutet, diese orange Gerade hat genau die gleiche Steigung wie unsere Sekante. Und nun können wir diese verschieben, sodass sie zu einer Tangente wird. Und nun haben wir hier oben eine Stelle gefunden, also einen Punkt, an dem die Steigung der Tangente an die Funktion f genau
der Steigung der Sekante entspricht. Und egal wie ihr das Intervall wählt, ihr werdet immer eine Stelle finden, an der die Tangente anlegen könnt, sodass sie genau die gleiche Steigung wie die Sekante hat. Zur Überprüfung könnt ihr euch auch hier links unten die Tangente anzeigen lassen und dann entsprechend auch noch das Intervall verstellen. Das war's mit diesem Video und falls ich dich neugierig gemacht habe, es gibt einen eigenen Videolernzyklus zum Thema Mittelwertsatz der Differentialrechnung und wenn du noch mehr Informationen willst, dann schau doch dort rein und dort kannst du noch mehr zum Mittelwertsatz lernen. Ciao!